herzlich willkommen zum Bellini Hunde Physio Adventskalender. Habt ihr schon gewusst, dass der Passgang beim Hund auf Probleme hindeuten kann, es aber nicht der Fall sein muss? Passgang bedeutet, dass euer Hund die Beine zum Beispiel der linken Seite nach vorne setzt und dann die Beine der rechten Seite. Ja, also er wechselt da immer ab. Normalerweise wäre es diagonal der Fall. Guckt da mal, wie euer Hund läuft. Ihr seht es auch so an einem leicht schwankenden Gang. Ja, wie gesagt, es kann auf Probleme hindeuten, zum Beispiel im Bereich der Wirbelsäule. Es muss auch nicht. Gerade weil dieser Passgang auch relativ energiesparend ist, machen das manche Hunde auf langen Strecken oder auch große Hunde mit langen Beinen tun auch auf dem Pass laufen. Oder wenn sich der Hund stark an die Geschwindigkeit vom Mensch anpassen möchte, dann sieht es auch so aus, dass die oft dann in den Passgang fahren. Aber achtet mal drauf, weil wenn euer Hund zum Beispiel früher nie im Pass gelaufen ist und auf einmal hat sie sich das angewöhnt, dann ist meistens irgendein Problem die Ursache. Also guckt da mal genau hin, wie euer Hund läuft.